Ja, nein! Lass mich nicht unterfliegen von allen Millionen hier. Wo ist die Lampen? Grün und gelb. Die Hoffnung als Vielfalt in uns erhält. Wir frieren Farbe, wir stehen dafür. Wir bunten Soccer Euro. Öffnen jede Tür. Tja, der Wahnsinn unserer heutigen Zeit kann sich bekanntermaßen in vielen Formen ausdrücken. Und einige davon lässt man am besten unkommentiert und für sich selbst sprechen. Aber was ist eigentlich rechts oder gar rechtsextrem oder rechtsradikal? Diese Frage beantworten heute im weitesten Sinne oder auch im engeren die Landesämter für Verfassungsschutz. Nun ist es interessant, dass ausgerechnet nach den jüngsten Wahlen in Thüringen und Sachsen das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen keiner parlamentarischen Kontrolle mehr unterzogen sein soll. Das wirft grundlegende Fragen über demokratische Mehrheiten und unsere parlamentarische Demokratie auf. Der Begriff der Gerechtigkeit sei hier nur am Rande erwähnt. Und wenn wir schon über die jüngsten Wahlen in Thüringen und Sachsen reden, ist es da nicht auffällig, dass unmittelbar nach den Wahlen in Sachsen der große VW-Konzern verkündet, eventuell viele seiner Mitarbeiter entlassen zu müssen und in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Es stellt sich dabei die Frage, warum diejenigen in dieser wirtschaftlichen Misere die anderen, die politisch für diese Misere verantwortlich sind, schützen wollen. Aber kommen wir zurück zur Demokratie. Eine wichtige Frage in diesen Zeiten. Und ich möchte einen großen Staatsrechtler und großen Demokraten wieder in Erinnerung rufen, Hans Kelsen. Hans Kelsen hat viele Schriften zur Verteidigung der Demokratie geschrieben. Und eine stammt aus 1932, also unmittelbar vor der nationalsozialistischen Machtergreifung. Lauschen wir Hans Kelsen, was er dazu sagt. Schließlich muss noch eines Einwandes gedacht werden, den man nicht als Bolschewist und nicht als Faschist, den man als Demokrat gegen die Demokratie machen kann. Sie ist diejenige Staatsform, die sich am wenigsten gegen ihre Gegner wehrt. Es scheint ihr tragisches Schicksal zu sein, dass sie auch ihre ärgsten Feinde an ihrer eigenen Brust nähren muss. Bleibt sie sich selbst treu, muss sie auch eine auf Vernichtung der Demokratie gerichtete Bewegung dulden, muss sie ihr wie jeder anderen politischen Überzeugung die gleiche Entwicklungsmöglichkeit gewähren. Und so sehen wir das seltsame Schauspiel, dass Demokratie in ihrer ureigensten Form aufgehoben werden soll. Dass ein Volk die Forderung erhebt, ihm die Rechte wieder zu nehmen, die es sich selbst gegeben, weil man verstanden hat, dieses Volk glauben zu machen, dass sein größtes Übel sein eigenes Recht sei. Angesichts solcher Situation möchte man an das pessimistische Wort Rousseaus glauben. Eine so vollkommene Staatsformel sei zu gut für die Menschen. Nur ein Volk von Göttern könnte sich auf die Dauer demokratisch regieren. Aber angesichts dieser Situation erhebt sich auch die Frage, ob man es dabei sein bewenden lassen solle, die Demokratie theoretisch zu verteidigen. Ob die Demokratie sich nicht selbst verteidigen soll, auch gegen das Volk, das sie nicht mehr will, auch gegen eine Majorität,
die in nichts anderem einig ist, als in dem Willen, die Demokratie zu zerstören. Diese Frage stellen heißt, sie zu verneinen. Eine Demokratie, die sich gegen den Willen der Mehrheit zu behaupten, gar mit Gewalt sich zu behaupten versucht, hat aufgehört, Demokratie zu sein. Gerade diese Worte sollten denen, die Wahlen verloren haben, noch einmal deutlich in Erinnerung gerufen werden. Und so werde ich auch in Zukunft über diese Fragen von Demokratie und parlamentarischen Mehrheiten, die zwangsläufig mit der Frage nach Gerechtigkeit zusammenhängt, stellen. Bei allem, was Sie lesen, was Sie sehen und was Sie hören, möchte ich, wie in der Vergangenheit auch, immer wieder an Sie appellieren. Bleiben Sie kritisch.